Und damit. Hi ho und willkommen. Sentry hat meinen Auftritt ruiniert. Rücken Sie vor und zerstören Sie das Ziel. Jetzt aber. Hi ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge XCOM 2 mit eurem Commander Ron. Und. Ja, es sieht relativ gut aus bis jetzt. Gut, gerade ein Kletterhaken. Das ist sehr schön. Steige auf! Pio! Wie oft kann ich denn dieses Eis einsetzen? Einmal, okay, das dachte ich mir schon fast schon. Hier ist ein feindlicher Trupp. Natürlich, Codex. Klar. Was auch sonst. Und jetzt, wo ich Ron nicht dabei habe, ist ein Autodoc natürlich auch mit dabei. Das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst jeden, der Codexe hasst. Naja. On the move. Ich würde mal sagen, unsere Schützen, also auch Wabu, du gehst auch, deck die Seite von Kerrigan. Schon unterwegs. Shepard, du bleibst am Boden, zusammen. Okay, haben nur die Leute wieder entdeckt, okay. Zusammen mit Slim, du bleibst auch am Boden, was das betrifft. Wird gemacht. Wir haben auch keine extra Granaten. Aber hier Soldier 76 kann auch den Mech zur Not hacken, was das betrifft. Okay, dann lassen wir sie einfach mal herkommen. Oder lassen wir sie weggehen. Das geht auch natürlich. Ist das eine Tankstelle? Wenn ja, könnte ich da ziemlich viel Havoc verursachen. Eine gut gezielte Granate in die Tankstelle kann Wunder verursachen. Okay. Kerrigan, ich will dich auf jeden Fall mit guter Sicht auf das Gerät. Deine Sniper könnte da relativ praktisch sein. So. Gutko, du wirst wahrscheinlich eh, was das betrifft, bald runter müssen. Als Nahkämpfer. Dann könnte ich eigentlich fast schon Soldier 76 hochholen. Brichst du Concealment? Nein, tust du nicht. Gut. Shepard, ausrücken an die Seite. Und Slim, warum sind hier zwei schwebende Gremlins? Kann mir das jemand erklären? Nein? Okay. Nee, bitte nicht durch das Haus. Spurte los. Das wäre so ziemlich das Dümmste, was du machen kannst. Dann mal los. Okay. Wabu, Stellung gehen. Bleib an Kerrigans Seite, bis ihr Bodyguard. Ich weiß, das ist deine erste Mission. Eine Flammengranate würde da wahre Wunder vollbringen. Wir sehen das Gerät. Kriegst du die Flammengranate dahin? Perfekt, die Flammengranate könnte perfekt dorthin. Ohne dass du dich arg in Gefahr begibst. Und was dann noch so lebt, können wir von der Seite mit einer Nulllanze direkt downfokussen. Das Problem ist, ich muss Leute auf jeden Fall in Cover begeben. Das heißt auch. So, Deckung. Die sehen da hinten nicht. Das ist perfekt. Zünd sie an, Slim! Oh yeah! Barbecue tonight! Rüstung! Wir sind aufgeflogen. Ja, du kannst dich direkt klonen, das passt. Muss ich nur dran denken, dass ich jemanden da ausschalte, auf jeden Fall. Oh nein, du hast nicht den Codex geheilt. Ah, oh, du mieses Kleines. Und dann auch in Slow Motion zurück, um mich aufzuregen. Aber der Codex wurde nicht geheilt. Das ist erstaunlich gut. Okay, schauen wir mal. Der Autodoc muss wahrscheinlich durch jemand anderen fallen. Gucken wir erstmal, was Shepard anrichten kann mit seiner Nulllanze. Ich würde mal sagen, den Autodoc sollten wir mit Shepard seiner Nulllanze auf jeden Fall
filetieren. Wenn ich Shepard ein kleines bisschen weiter nach rechts bewege, könnte ich mit der Nulllanze wahrscheinlich drei Leute treffen. Das heißt, Shepard, hierhin. Jetzt ist die Frage, treffen wir so drei Leute? Ich sehe es nicht wegen dem Rauch. So treffe ich auf jeden Fall den, den und treffe ich so auch den Mac. Der Mac ist das Wichtigste. Ach, die Ansicht ist echt nicht gerade die beste. Okay, so, also ich kann es leider nicht machen, dass ich alle drei treffe. Schade. Ja. Dann halt so. Nice. Das hat Probleme bekämpft. Definitiv. So, Kerrigan. Du hast einen Gratisschuss. Und ich wäre fast geneigt, den nicht einzusetzen. Sondern mit dir benutzen wir erstmal einen normalen Schuss. Auf den da oben. Sit down, son. X-ray neutralized. Evidence located. Und jetzt eine hübsche Konfrontation. Kill einfach alle. Du stirbst. Du wurdest doch geheilt. Okay, das gibt jetzt Probleme. Okay, wir müssen irgendwie den Codex platt kriegen. Goodgo ist noch verborgen. Das will ich nicht unbedingt raushauen, was das betrifft. 76%! Wabumi! Mörder! Bedrohung ausgeschaltet. Sehr schön. Der brennt wahrscheinlich. Also denke ich mal, ist es sicherer, wenn du den Mac ausschaltest. Aber dazu brauchst du... reicht eine Pistole. Yep. Sehr schön. Feind neutralisiert. Soldier, du kannst nicht schießen. Das ist fantastisch. Dann Feuerschutz. Ja, gut, cool. Sorry, ich muss deine Cover blowen. Hey, Codex! Get axed by the Snake Lord! Good go, Snake. Und wenn wir schon mal gleich dabei sind. Bin dabei. 32%. Ah ja, besser als nix. Und er trifft kritisch. Ziel neutralisiert. Nice. Well, that was easy. Aber es geht direkt weiter. Die Flanken haben Blickkontakt zur Einwindstellung. Okay, das ist nur eine sehr kleine Truppe. Das sollten wir hinkriegen, was das betrifft. Schauen wir mal. Zu Befehl. Erstmal dich hier in Deckung bringen, was das betrifft. Wir könnten mit einer Granate ziemlich viel Schaden verursachen. Das Auto wird gesprengt, ich weiß aber nicht, ob das den Mac noch Schaden macht. Aber wir sollten es testen. Ja, für Granate. Wenn es den Mac mitsprengt, bin ich voll und ganz dafür. Nein, hat den Mac nicht gesprengt. Verdammt. Okay, Kerrigan, von wo siehst du die Leute? Nicht weit genug. Shepard. Dich würde ich gerne auf den Mac hetzen, wenn das geht. Beziehungsweise auf den
Ja, tritt die Türe auf, spring drüber. Beziehungsweise würde ich dich gerne auf ihn hetzen. Acker ihn! Nice. Aber er ist leider nicht betäubt. Okay. Dann müssen wir halt noch ein bisschen Zielübungsschießen machen. Er lebt auch noch. Her. Das ist schlecht. Langsam gehen wir die Alternativen aus, aber gut, dass ich noch den freien Schuss habe. Kerrigan. Bam. Sehr schön. Und du könntest dich cloaken. Aber was nützt es mir gerade? Also nichts, genau. Wabumi, du siehst, würdest hier niemanden sehen. Hier würdest du sie sehen. Okay, dann geh du mal runter und richte den Offizier hin. Der hat keine Deckung. Solltest du eigentlich ohne Probleme schaffen. Sehr schön. Gute Arbeit. Jetzt muss nur noch der Mac fallen. Ich würde jetzt, könnte jetzt auch mit Gutko hinrennen und einfach mal hier Klingenübung machen. Das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei was trigger, ist verdammt hoch. Gutko, was für eine Prozentschuss hast du? Oh, 90%? Okay. Klar, 90%. Snakes. Ziel eliminiert. Armighty. Die Kavallerie ist da. Okay. Da kommt definitiv noch eine Truppe. Ich will aber, was da oben ist. Das Problem ist, wer kann das holen? Wahrscheinlich Gutko. Ja, aber selbst er würde seinen Move ver... Ah, okay, so geht's eigentlich. Okay. Was haben wir? Magazinerweiterung, intelligente Makrophagen, okay. Und ein Datapad. Ja, das ist... Das ist jetzt... Hätte besser sein können. Okay, gehen wir hier mal einen Feuerschutz direkt. Hier einen Feuerschutz. Nachladen. Und Feuerschutz. Bestätigt, lass die Bastarde ruhig kommen. Begebe mich zur Zielposition. Wabumi, Feuerschutz. Du leistest einen guten Job bisher. Was kommt? Oh, ein Codex. Kill! Okay. Wow. Der erste Treffer. Leute? Oh, Gott sei Dank, ihr habt den Codex gekillt. Feindliches Ziel erledigt. Wow. Wie viel habt ihr jetzt daneben geschossen? Ich hab nicht gezählt. Aber es war auf jeden Fall extrem viel. Naja. 91%, der steht direkt. Warum steht der im Offenen? Der hat niedrige Deckung. Wo hat der bitte niedrige Deckung? Die kleine Bank zählt als niedrige Deckung. Willst du mich verarschen? Oh yeah. Okay, tacke erstmal den hier. Hey! Speziallieferung. Er hat überlebt. Okay. Kerrigan. Du räumst auf. Wie immer. So, dann versuchen wir mal den hier, so gut wie es geht. Das heißt nämlich, Kerrigan muss wieder aufräumen. Oh, wenn der nicht schön da liegt. Naja. Der ist ziemlich doof in Deckung, was das betrifft. Ah, und die Granate reicht genau einen Teil nicht. Eine Rakete baue ich dafür natürlich nicht raus.
Ja, warum nicht? Snake Lord! Zum Angriff! Ziel neutralisiert! Gute Arbeit! So, jetzt müssen wir uns langsam aber vorbereiten, dieses Ding da platt zu machen. Das heißt, ich muss meine Leute in Position bringen. Okay. Babumi, wieder auf die rechte Seite. Bin auf dem Weg. Und nachladen. Es kann losgehen. Okay. Kerrigan, rechte Seite. Du musst nachher den guten Schuss haben und... Soldier auch nachladen, du hast kaum noch Muni. Meine Güte. Kerrigan, du kannst die Waffe stabilisieren, du hast ihn kostenlos nachladen, was das betrifft. Shepard nachladen. Du musst deine Waffe eh nach jedem Schuss nachladen. Slim, warum? Kostenlos, okay. Das war jetzt ein bisschen verschwendet, aber naja. Dich positioniere ich auch mal lieber um. Und Goodgo nachladen und unsichtbar machen. Alles im grünen Bereich. Nice. Goodgo kann jetzt vorrennen und kann das Gerät scouten. Scanne Gebiet. Während Kerrigan es von hinten dann in die Mangel nimmt. Sollte eigentlich ohne Probleme gehen. Okay, eine kleine Gruppe. Das ist verkraftbar. So, Kerrigan. Du hast einen guten Schuss darauf. Sag mir, was du kannst. Sieht gut aus. Wir könnten jetzt natürlich... Na, die Rakete würde absolut nicht treffen. Dazu muss Slim erstmal in eine bessere Schussposition, was das betrifft. Na, ich glaube, ich stationiere hier oben. Und ansonsten, die anderen sehen relativ noch gut aus von ihrer Position her. Vor allem auch die Lanze ist bald wieder ready. Würde ich was pullen, wenn ich... Nein, das heißt, du kannst dorthin. Sehr schön. Ich lasse euch mal hier oben. Oh, die Leute haben was gemerkt. Holy shit. Aber sie haben nicht gepullt. Sie haben nur gemerkt, dass wir draufgeschossen haben. Okay. Hey, ihr steht alle zusammen, das ist lustig. Feuerwerk bereit. Boom. Viele Probleme auf einmal. Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Wie gut da durchs Fenster reinguckt. Hallo. So, das Gute ist, wir können Goodgo seine Fähigkeit jetzt einsetzen. Ah, es geht nur auf eine Person. Okay, das ist weniger gut. Der Mech da oben macht mir eigentlich keine Sorgen, was das betrifft. Kerrigan, du hast einen guten Schuss auf alle möglichen, aber halt nur deinen Sniper-Schuss, ne? ...77% auf den Offizier. Wenn du den killst, wär's perfekt. Oder zumindest so schwächst, dass das Brennen den Rest erledigt. Ja. Brennen erledigt den Rest. Nice. So. Das gucken wir gleich. Wir haben die Nulllanze. Wir haben auch eine Stasis. Also wir können den Bot, was das betrifft, auch erstmal komplett aus dem Kampf nehmen. Schaffe ich es irgendwie, dass Shepard... Ja, Shepard kann beide erwischen.
Rams! Sehr schön. Ja, den Max siehst du, aber das bringt dir gerade relativ wenig. Wabumi sieht leider von da hinten nicht wirklich viel. Aber von da unten würde er den Typen sehen. Was? Okay, gut. Nice. Feind am Boden. So, jetzt ist nur noch einer da. Frage ist, von wo seht ihr den? Also einer, der mir gefährlich werden könnte. Wen habe ich noch? Ich habe noch Kutko und ich habe noch Soldier 76. Push forward. Hätte ich gewusst, dass da unten so eine kleine Fassding steht, wäre ich schon früher hingegangen. Naja, das bringt nichts. Dann musst du das wohl machen, Gutko. Hi. Feind terminiert. Sehr schön. So, der Max sollte jetzt wieder laufen. Das heißt, wir können ihn jetzt richtig schön behaken. Shepard? 10 Schaden, das will ich sehen. Nice. So, wer könnte denn eine Beförderung verbrauchen? Gutko? Warum eigentlich nicht? Oh. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Oh. Da sind noch mehr. Okay. Plan. Scheißdreck. Das ist jetzt schlecht. Okay. Ruhe bewahren. Wir geben Gutko ein Hilfsprotokoll. Dann sollte er definitiv, was das betrifft, überleben. Ich dachte, das wäre die letzte Gruppe auf der, aber anscheinend nicht. Slim, du gehst runter, was das betrifft. Kerrigan nachladen. Du hast einen Schuss auf den da hinten, aber einen sehr, sehr miserablen Schuss, was das betrifft. Babumi, du brauchst eine Beförderung. Verdient sie dir. Bestätigt der Abschuss. So, und ansonsten geben wir dich mal einen Feuerschutz. Können wir... Nee, die sind alle zu weit weg, was das betrifft. Und wir haben auch keine Rauchgranate. Codex Bomber. Okay. Probier's. Ja. Alles unter 90%. Okay, nur 2 Leute. Das ist noch akzeptabel. Good go, get your shit together. Ich kann mich nicht konzentrieren. Macht er einen Zombie, oder? Ja, er macht einen Zombie. Noch ein Zombie. Solange sie nur Zombies machen, ist das völlig in Ordnung. Jetzt werden es langsam viele Zombies, aber das kriegen wir hin. Okay, schauen wir mal. Ich kann es ja versuchen. Okay. Wir haben keinerlei Sachen, die wir benutzen können, aber wir können den Codex tackern. 63% ist natürlich nicht schön. Okay, Slim, du musst da definitiv weg, da macht's nämlich gleich Boom. Schon unterwegs. So, Gutko.
Attacke vor. Was? Oh, da steht einer direkt neben der Zapfsäule. Gut zu wissen. Vabomir? Könntest, wenn du ein bisschen vogelst mit einer Granate. Verstanden, rücke aus. Dem Codex seine. Oh, du hättest auch einen guten Schuss auf den da hinten. Aber du könntest dem Codex seine Deckung nehmen. Und seine Rüstung. Ja. Jetzt habe ich zwar zwei Codexe, mit denen ich dealen muss, aber das sollte ich eigentlich hinkriegen. Vor allem, weil Shepard den einen jetzt einfach ausmerzt. So. Ah, Slim, du musst nachladen, das ist schlecht. Kerrigan, du kannst mit deiner Pistole nichts wirklich treffen, richtig? Kannst du den Codex 70%? Ich vertraue dir, Mädchen. Ich vertraue dir. Dankeschön. Gute Arbeit. Stolz auf dich. So. Nachladen. Kann nicht wirklich viel machen, außer nachladen. Soldier, du musst eh nach vorne. Okay, schauen wir mal, wo die ganzen Typen hier sind. Wenn ich schaffe, die Granate so zu werfen, dass ich die drei hier erwische, wäre es gut. Und irgendwie geht das auch wieder, das weiß ich. Zwei? Ah, das sind vier, okay. Also muss ich die vier erwischen. Na komm. Ja, gerade eben habe ich schon. Das wären die drei. Ja, da habe ich jetzt gerade schon drei erwischt. Frage ist, kriege ich den vierten hin? Na, so würde ich halt die beiden erwischen, aber sonst nichts. Ich denke, 3 ist besser als 2. Dann gehen wir mit den 3. Okay, normalerweise müssten jetzt die Psi-Zombies sterben. Warum sterben die nicht? Okay, jetzt killen wir erstmal den einen. Der steht so schön direkt. Boom. Gut, dass niemand verletzt wurde. Okay, der geht in Feuerschutz. Und er brennt. Zombie Power. Gutko, du hast da einen Freund. Sanitäter! Natürlich hat er Gutko erwischt. Was auch sonst. Wie weit die rennen können? Wohin will der? Kopf runter! Au, das war ein Crit. Okay. Wir haben Konfrontation ready mit Kerrigan. Das sollten wir wahrscheinlich auch ausnutzen. Und zwar so, dass wir so viele von denen erwischen wie möglich. Schauen wir mal, wie wir es machen. Einfrieren. Die Gegner lohnen sich nicht wirklich, als dass ich sie einfriere. Sektoid Commander. Viel zu niedrige Chance. Nur auf dem Psi-Zombie. Wenn wir die schaffen, die Typen zu erledigen. Du musst noch nachladen. Natürlich.
Wenn wir schaffen, die Sektoiden zu erledigen, dann sind die Psi-Zombies auch Geschichte. Vielleicht schaffen wir es auch, einen von diesen Sektoiden einfach mit Stasis dran zu hindern, dass sie irgendwas machen. Aber ich würde gerne mit dem draufschießen, eher. Ich glaube, da habe ich mehr davon, wenn ich draufschieße. 56% ist halt... Wabu, zeig mir, was du drauf hast. Nice. Jetzt mach das nur gleich nochmal. Komm schon. Awesome. Feind erledigt. Das war richtig gut. Okay. So. Slim, wen siehst du? Du siehst den Psi-Zombie da hinten. Das will ich aber nicht. Würdest du den Sektoiden von hier sehen? Nein, aber von hier, okay. Wechsle Position. Der ist... Wollte gerade sagen, der ist desorientiert und über die Distanz. Eher nicht. 88%. Nice. Feind terminiert. Das schaltet die verdammten Zombies nicht aus. Verdammt. Einfrieren. Die Frage ist, beendet das mein Zug? Testen wir es. Nein, es beendet nicht meinen Zug und es sieht unheimlich awesome aus. Okay, jetzt können wir die Zombies zu etwas hintreiben, was explosiv ist. Das sieht okay aus. Sollen sie damit spielen? So. Soldier. 81%. Probier's. Sehr schön. Wir hätten noch Kerrigan. Definitiv. Wenn wir sie eh ausschalten müssen, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze. Die Frage ist, wie viele Leute siehst du? Kann ich dich irgendwo hinstellen, wo du ganz, ganz viele Leute siehst? Wahrscheinlich nicht. Du müsstest da hoch, okay. Ja, dann schalt den Zombie wenigstens aus. Und... beweg dich dann am besten schon mal hier hin. Dann kannst du nämlich nachher die Leiter hochklettern und kannst richtig schön... Konfrontation! Alle killen. So, Shepard. Wen kannst du in Stasis setzen? Den Sektoiden, den du aber eh anvisieren könntest. Dann ist die Frage, warum solltest du... Oh, 56%. Ich setze ihn in Stasis. Sicher ist sicher. 56% ist echt nichts. Wir haben die Leute noch eingefroren, das ist gut. Der einzige, den wir haben, ist ein Sektoiden. Und ich kann humanoide Ziele aus der Deckung rausziehen. Das ist lustig. Wow. Stehe unter Beschuss. Hey, da ist ein Mimik. Warum ignorieren die Zombies den Mimik? Ihr wollt mich doch trollen. Oh Gott, jetzt muss ich mit Soldo definitiv heilen. I'm on it. Sonst stirbt er mir noch. Okay. Confrontation! Sit down. Hostile target down. Okay, mehr nicht. Schlecht. Aber na gut. Wabu, du siehst nicht wirklich was. Bestätigt.
Jetzt siehst du was, aber die Prozentzahl ist wahrscheinlich relativ gering, ja. Ah, und Shepard kommt mit der Granate noch nicht hin. Noch nicht. Watch that. Wie gesagt, noch nicht. Er kommt immer noch nicht hin? Hä? Spinnt das Ding hier total. Ich verstehe es nicht. Ab hier ist irgendwie wie eine Barriere. Weil er hochschmeißen will. Warum willst du hochschmeißen? Das macht keinen Sinn. Also normalerweise müsstest du so treffen. Es hat zumindest die Deckung weggemacht. Tankstellendeckung ist immer so eine schöne Sache. Aber wir müssen nehmen, was wir kriegen. 90%. Ich wollte es nur noch mal anmerken. 90%. So, der Sektoid ist schon mal Grütze. Feindliches Ziel erledigt. So, wen haben wir denn noch? Wir haben Babomir. Du wirst ihn nicht killen können, oder? Nein, aber verdammt nah dran. Problem ist, wenn ich jetzt den Zombie nicht ausschalte, schaltet der mein Ding aus. Und Shepard ist total im Offenen, was das betrifft. Das gefällt mir absolut nicht. Er macht nichts. Oh Gott, Shepard. Shepard, pass auf. Deckung, Barrel Roll. Oder kassier einfach einen Crit. Was ist da gerade explodiert? Warum ist da gerade was explodiert? Schon unterwegs. Oh mein Gott. 70%. Slim, mach's wieder gut. Danke. Ziel eliminiert. So. Zombie. Na, du wirst eine Weile außer Kraft sein. Dann Babumi. Ihr Zeuge. Gute Arbeit, Leute. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Es lief so gut bis zur letzten Gruppe. Die letzte Gruppe hat mich echt ein bisschen überrascht, was das betrifft. Aber hey. Das Problem ist nur, dass Shepard jetzt so einen argen Schaden bekommen hat. Dauert seine Ausbildung im Krankenhaus wieder ewig. Aber wir haben Soldier 76 dabei. Dann sollte wenigstens das gut gehen. Rutger sollte nicht lange verletzt sein, der hat nur 2 Schaden kassiert. Irgendwie immer so. Wenigstens wird Rutger jedes Mal nur gestreift. Das ist schon relativ vorteilhaft. Soldier 76 wird wahrscheinlich länger außer Kraft sein, genauso wie Shepard. Aber das kriegen wir hin. Nächste Runde müssen wir Erondine mitnehmen. Und Vabomir hat sich gut bestätigt. Guter Soldat. Die 2 Treffer mit 56%. Die merke ich mir. Gute Arbeit. Oh ja. Aber hier Trefferquote von 95% ist irgendwie Bullshit. Denn Leute haben viel öfters nicht getroffen.
Shepard braucht definitiv noch ein paar Psycho-Attacken hier, zum Beispiel den Dimensionsrift und Gedankenkontrolle wird lustig. Oder Granaten am Gürtel vom Gegner zünden ist auch lustig. So, dann schauen wir mal, wie lange meine Leute außer Gefecht sind. Hoffentlich nicht allzu lange. Bitte nicht allzu lange. Gutko 4 Tage, der ist nächste Mission wieder dabei. Shepard wird nächste Mission nicht mitgehen und Soldier wahrscheinlich auch nicht. Okay, Kerrigan, was kannst du? Du kannst einmal pro Einsatz einen Pistolenschutz abfeuern, der nicht verfehlt. Das ist gut. Was ist Kuribik? Hä? Spezialschuss gegen die meisten Feinde, die Schaden erlitten haben. Ein kritischer Treffer schaltet das Ziel sofort aus. Reguläre Treffer richten gegen nur die Hälfte des Schadens an, verbraucht 2 Aktionen und hat eine Ablenkzeit von 4 Runden. Spezialschuss gegen die meisten Feinde, die Schaden erlitten haben. Ein kritischer Treffer schaltet das Ziel sofort aus. Kerrigan verfehlt eh so gut wie nie. Und das hier könnte gegen so einen großen Anführer echt gut sein. Nehmen wir das. Du bekommst... Ruhiger Schuss ist natürlich nice, aber ich will ihn ein bisschen anders skillen. Du bekommst Druck standhalten. Dann bist du besser für... Wachschutz. Du bist Wachdienst zugeordnet. Hallo, Commander. Machtdemonstration verhindert. Wir haben Vorräte bekommen, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das Bluescreen-Protokoll ist auch fast fertig. Nice! So, was haben wir denn zum Scannen? Wir haben Vorräte. Was haben wir noch? Nicht wirklich viel. Wir wollten das Funkrelais errichten, damit wir schneller forschen. Das ist wichtig. Dum, 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 dum. Und Blue Screen. Oh Gott. Commander, wir können jederzeit. Wenn wir Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Kein Problem, wir können jederzeit so ein Ding angreifen. Blue Screen Protokoll. Nice. EMP-Granaten und Blue Screen Geschosse. Sehr schön. Die Frage ist nochmal, wo kann ich jetzt die Sachen herstellen? Ich denke in der Technikabteilung. Neue Befehle, Commander? Ja. Bitte die Bluescreen-Geschosse herstellen. Die brauche ich. Eine Bluescreen-Granate? Könnte eigentlich auch gut sein gegen mechanische. Wir haben jetzt nicht so viele mechanische Einheiten, was das betrifft. Und ich glaube, die Kodexe sind dagegen immun. Nee. Das lassen wir mal weg. Wir haben bemerkt, dass die Avenger dazu neigt, nach vorne zu kippen, wenn der Energiekern aktiv... Ja, wir haben ein Relay. Und das heißt, wir haben jetzt die Forschungsdauer. Nice. Gehen wir mal kurz auf den Schwarzmarkt gucken. Avenger berechnet neuen Kurs. Wir haben zwar keine Informationen, um die zu benutzen, aber egal. Der Markt ist offen. Was hätten wir denn? Automatiklader, Kristalle, Wahrnehmung. Beschleunigung von Gauss-Waffen. Das ist natürlich... Setze Kurs, das würde ich sogar kaufen. Damit wir bessere Scharfschützengewehre endlich bekommen. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen. Okay, wir kaufen die besseren Gauss-Waffen. Und zwar 9 Tage Gauss-Waffen. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Ja, Teigen, alles klar. Avenger berechnet neuen Kurs. So, wir haben 67 Informationen. Der Markt ist offen. Und kaufen jetzt die Beschleunigung der Gauss-Waffen. Yep. Nice.
könnten noch Sachen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen, wie zum Beispiel hier Vipernleichen oder die Geschütztürme, die wir eh nicht brauchen. Soldaten hier, Sektoid-Leichen. Alles, was wir nicht brauchen, raus. Okay. So. Nächste Vorratslieferung ist in 5 Tagen, was das betrifft. Was bringt Dienst der Menschheit? Rekrutieren von Soldaten ist billiger. Das ist... Nee. Doppelter Nutzen. Das ist nicht schlecht. Können wiederverwertet werden. Hier unten habe ich noch gar nichts. Ausgangsleistung 5 mehr. Ding. Spionage. Informationen mehr. Welches können wir eigentlich angreifen? Wir können das Ding angreifen. Das hat E1 Plus bekommen. Das ist nice. Okay. Aber wir haben gesagt, dass wir die verlorene Türme angreifen. Und das werden wir auch machen. Aber jetzt schaue ich mal ganz kurz noch, ob wir irgendwas brauchen. Oder eine Einrichtung bauen können. Da wir im Testbereich gerade nichts machen, wir haben eh keinen Kern, kann ich den hier auch rausnehmen. Also wir können hier eh gerade nichts machen. Dann soll der helfen. Dann soll der helfen, die Dinge hier abzuschirmen. So. Sehr schön. Haben wir eigentlich irgendwo einen leeren Platz? Nee, haben wir nicht, gell? Nein, haben wir nicht. Ich habe eigentlich gekauft mit der Gauss-Waffentechnologie, dass es schneller erforscht, aber es ist trotzdem noch 7 Tage, das verstehe ich nicht. Muss ich das nochmal neu starten, oder? Guck mal ganz kurz. Die Forschung schreitet wie geplant voran, Commander. Forschung ändern. Die Geschütze. Ich stelle sicher, dass das neue Projekt oberste Priorität erhält, Commander. Nee. Sie hören von mir, wenn es etwas zu berichten gibt. Ich lenke unsere Bemühungen sofort auf das neue Forschungsprojekt, Commander. Ich melde mich, wenn wir Fortschritte erzielt haben. Der muss sich auch dumm vorkommen. Okay, dann untersuchen wir. Avenger berechnet neuen Kurs. Shan, ich weiß, das ist was Persönliches, aber Sie müssen nicht daraus. Unsere Truppen sind durchaus in der Lage, das zu untersuchen. Ich gehe, Central. Ich kann auf mich aufpassen. Verschwenden wir nicht mehr Zeit als nötig. Sie haben die Lady gehört. Kampfbereit machen. Wow, wir haben Shen dabei. Das ist interessant. Die Frage ist, was kann Shen? Also von ihren Fähigkeiten her. Sehe ich leider nicht. Würde ich aber gern sehen. Ich kann ihr eine Blendgranate geben. Das wird wahrscheinlich gar nicht so schlecht sein. Sie kann relativ gut hacken. Also wäre es auch denkbar, wenn ich ihr das Ding hier gebe. Sie kann besser hacken als Rondine, also definitiv sollte sie das bekommen. Blendgranate und Piekser, dann kann sie, ist sie nämlich ein Gott im Hacken. Ja, definitiv ein Gott im Hacken. Und ansonsten geben wir ihr eine normale Waffe, was das betrifft. Squall, du bekommst die Blue Screen Rounds. Ron, du bekommst das Medikit. Slim, du hast deine Sachen. Gutgo hat seine Sachen, was das betrifft. Das ist gut, das ist gut. Kerrigan. Ich habe eine neue. Was macht die? Verkürzt die Wundgenesung, gewährt Immunität gegen Gift und Säure. Immunität gegen Gift und Säure. Das ist gar nicht so schlecht. Das Ding ist halt, Gutgo hat schon was Gutes, was das betrifft. Ich weiß gerade nicht mehr, was es macht. Achso, hier.
Der anvisierte Feind, das ist das, was ich dem Feind geben kann. Dann geben wir das Slim. Ich denke, das wird ihn am meisten nützen, weil er hat viel Rüstung und Säure wird ihn wahrscheinlich angreifen, wenn überhaupt jemand. Wenn jemand mit Säure versucht, dann wird es wahrscheinlich ihn treffen. Shen, hast du... Deine Waffe ist zwar gut, dass du eine hast, aber kann ich dir irgendwie die Waffe ein bisschen upgraden oder so? Nein? Okay. Naja, dann bis zum nächsten Mal bei X... Halt! Rondine. Warum hast du nicht deine Waffe ausgerüstet? Wer hat die? Wer hat Rondines Waffe? Shepard. Zack. So, dann kann ich nämlich Ron wieder den Tackerer geben. Äußerst effektiv. In Kombination mit penetrierender Munition. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei XCOM 2. Mit eurem Commander Ron. Ich freue mich. Bye bye.